Und weiter geht's mit einer Folge von City Skylines. Ja, wir haben beim letzten Mal aufgehört, als wir gerade bewundert haben, dass dieser tolle Bahnhof jetzt funktioniert. Hier und auch sonst gibt es erstaunlich wenig Fehlermeldungen in unserem Gebiet. Hier haben wir Kühe. Irgendwas stimmt hier nicht. Not operating. Warum? Warum not operating? Zu wenig Leute drin oder zu wenig Crops? Also sollten wir mehr Crops machen, weil die Crops, das funktioniert ja alles. Und wir können ja jetzt, glaube ich, sogar größere Felder machen hier. Medium Crop Field. Blub, 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 blub. Und dann brauchen wir mal wieder die Forstwege hier. So, und können hier noch ein paar mehr bauen. Wir könnten auch noch mehr von den Fruit Fields bauen. Ah, passen hier nicht rein. Toll. So, was haben wir hier? Cattle Shed. Weiß nicht, ob wir da schon da welche schon von gebaut haben, aber bauen einfach noch einen. Slaughterhouse. Weiß ich auch nicht, ob wir da schon eins haben, aber bauen wir einfach mal. Large Barn. So. Dann gucken wir mal, was auf diesen Feldern hier. Cotton. Ne, Cotton wollen wir nicht. Wir wollen Potatoes. Wir wollen Weizen. Wir wollen Greenhouse. Corn. Und meinetwegen Apples. Ja. So, das hier, ich weiß nicht, ob wir das jemals fertig kriegen, weil wir müssen Glas irgendwie herstellen. Ich weiß nicht, wo wir Glas herkriegen. Können wir das ausstellen? Wir können die Fabrik ausstellen, ne? Ja. Und nimmt sie uns keine weiteren Arbeitskräfte weg? Weil das ja Quatsch ist, wenn man Arbeitskräfte in eine Fabrik stellt, wo die Hälfte von den Rohstoffen, die man zum Produzieren braucht, irgendwie fehlt. So, das ist nicht schlecht. Dann schauen wir mal nach oben, wie jetzt unser Wohngebiet hier aussieht. Das ist, ein paar Leute sind schon eingezogen. Es hat nicht wirklich, es hat kein sehr europäisches Aussehen. Bis auf die Gebäude, die wir hier selber hingestellt haben. Und was auch immer das hier sein soll. Okay. Der Rest sind halt mehr so Wohnsilos, aber es ist ja auch, soll ja auch Schirmer sein, nicht? Insofern passt das schon. Das ist auch mal ein elegantes Haus hier. Direkt neben dem Weihnachtsmarkt. Oh. Und schon haben wir Kriminalität und Müll. Dann würde ich fast mal sagen, erweitern wir die Straße nach Süden. Und bauen hier noch irgendwie Müll hin. Obwohl wir haben eigentlich genug Müll. Müllzeug. Müllentsorgungs. Gebäude. Aber eins mehr schadet sicher nicht. Zumal wir ja immer noch gezwungenermaßen mit dem Geld spielen, das nicht ausgehen kann. Warum gibt es so einen Schalter nicht im richtigen Leben? So. Zack. Zack. Und mehr von den Commercials da. Jetzt
Könnten wir von hier nach da noch irgendwas bauen? Irgendeine öffentliche Verkehrsverbindung? Zum Beispiel hier. Was ist das? UK Village Train Station. Hier so ein Monorail. 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 Können wir die hier reinbauen? Könnten wir hier reinbauen? Könnten wir aber auch hier reinbauen? Wie ist das? Ach so, da brauchen wir die großen Straßen für, die breiteren. Dann machen wir doch hier einfach mal so ein Karree, wo wir irgendein Wahrzeichen reinstellen. Oder hier könnte das Stadion hin. Das könnten wir auch machen, hier ein Stadion rein. Dann wäre klar, warum hier direkt eine Schwebebahn Haltestelle ist. Passt nicht. Verdammt. Dann müssen wir hier oben einmal umdisponieren. So. Machen wir einfach. Ah, geht nicht, wa? Geht nicht. Das geht. So, können wir hier noch irgendwas reinstellen, was. Biff Tannins Pleasure Palace. Nein, danke. Was haben wir hier denn noch bei den normalen Wahrzeichen? Okay. Lady Liberty reinstellen. Brandenburger Tor. Hier könnten wir tatsächlich. Ist auch zu breit, verdammt. Okay. Könnten wir noch so ein paar Kathedralen reinmachen. Da können wir irgendwas reinbauen, was dann nachher fehlt. So, Monorail. Dann können wir hier unten hinbauen. Am besten gleich neben die U-Bahn. Damit die Leute dann umsteigen können und wir quasi ein öffentliches Verkehrssystem haben, wo es Querverbindungen untereinander gibt und vielleicht hier noch. So. Dann brauchen wir, es wäre alles viel praktischer, wenn Tag wäre. Ach, es ist natürlich ungünstig, dass das jetzt hier im Weg quasi ist, aber wenn wir uns da weiter ausbreiten wollen. Hier, ne? Ja. Das sieht alles ein bisschen krökelig aus, aber was soll's. So. Eigentlich könnten wir hier dann noch direkt eine ranbauen. Nur für später, falls da mal irgendwas ist. So.
Da. Gudi, dann bauen wir mal eine Strecke von hier nach da. Will er nicht? Warum nicht? Weil die hier keinen Strom hat und kein Wasser. Oder fehlt sonst noch irgendwas hier? Das geht doch. Okay, fangen wir mal hier an. Von hier nach hier. Warum nicht? I don't get it. Okay. Bauen wir mal hier hin. Das hier wird ja sowieso ein bisschen Dreck produziert. So, und hier. So, warum funktioniert das hier nicht? Geht doch. Warum geht das nicht? Das verstehe ich nicht. Was ist hier los? Warum kann ich hier nicht Steps adden? Hier auch nicht. Ah, das geht. Der funktioniert nicht mit den anderen. Warum ist das? Das verstehe ich nicht. Müssen wir den rausreißen und einen von den anderen hier reinbauen, ne? Fürchte ich fast. Okay. Sehr merkwürdig. So, dann bauen wir da halt so eine hin. Mir doch egal. So. So, das machen wir so. Und den machen wir so rum. Cool. So, dann könnt ihr hier monorailen. Je nach Lust und Laune. Mal gucken, kann man hier die First-Person-Ansicht machen? Ja, können wir. Wow, cool.
Cool. Ach so, wir fahren auch gleich wieder zurück. Interessant. Hallo? Dauert aber ewig. Richtigen Leben. Ah, da ist das Stadion. Und weiter geht's. Das ist so interessant. Die Frage, ob das nicht besser gewesen wäre, eine Linie für die ganze Strecke zu nehmen, anstatt alle Einzelstrecken einzeln zu machen, aber das machen wir einfach mal so jetzt. Und auch hier beschweren sich die Nachbarn über den Lärm. Ist dabei. Ja, das sieht ja mittlerweile schon so aus, als ob hier fleißig gebaut wird. Das ist doch gar nicht schlecht. So, was aber dazu führt, dass wir tatsächlich mehr Gewerbegebiet brauchen. Und das können wir ja super hier machen, wo wir schon eine Monorail Station haben. Und vielleicht kriegen wir dann sogar vielleicht ein Glücksspielgebiet hin, wo wir endlich Biff Tannens Pleasure Dome hier gebaut kriegen, vielleicht. So, dann schauen wir mal, wo der noch war. Hier war der, ne? Ja. Passt sogar hier rein. Dann bauen wir den richtig in die Mitte, zentral hier oben. Zack. Gut, und dieses Gebiet markieren wir als Distrikt. Das ist der Briar Rose Distrikt gerade. Dann gehen wir hier auf Commercial und dann können wir hier, diese Maske heißt Leisure, das ist halt Freizeit quasi, bedeutet in diesem Fall, dass das als Glücksspielgegend designiert wird. Worauf wir hier achten müssen, ist, erhöhte Kriminalität gibt es hier. Das heißt, wir bauen am besten vielleicht noch eine kleine Polizei hin. Ich meine, dass dieser OCP-Turm oder was das ist, was ist das hier? Das ist der aus Blade Runner. Der würde natürlich cool passen zu Biffs Gebäude, können wir hier hinbauen. Würde Amber Farm has reached Level 5. Area Bonuses, Efficiency 28%, Pollution minus 40. Following buildings have been unlocked. Food Factory und die großen Felder. Okay. Sobald wir wieder Bedarf haben an Industrie, können wir uns darum kümmern. Oder wir könnten die kleinen Felder abreißen und stattdessen große Felder bauen. Das ginge. Bloß momentan, naja, so ein bisschen Bedarf haben wir. So, das ist hier unser Glücksspiel. Wie man sieht, das ist die Pac-Man-Arkade.
Game Arcade. Play All You Want Arcade. Club de la Creme. Space Bowling. Okay. Warum nicht? Ah, hier unten ist unser Commercial-Gebiet. Mittlerweile fast alles voll gewuchert und sogar Bürogebäude sind hier schon einige. Das ist doch gut. So, was ist denn hier mit unserem... Fehlt immer noch das zweite Werk, ist aber unterwegs. Okay. Können eigentlich hier unten können wir auch noch eine machen, dann würden die Leute hier die Mautstelle umgehen, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Das wäre vielleicht eine Idee, oder? Ich glaube, das wäre eine Idee. Obwohl, das ist ja schon angeschlossen mit der U-Bahn. Aber ein bisschen mehr schadet nie. So. So, komme ich da oben rüber? Kann ich das hier vielleicht direkt anschließen? Geht das? Meine Fresse, das ist schwierig hier. So, perfekt. So, und du sollst von hier direkt in die Wohngebiete fahren. Obwohl, wir können vielleicht hier einen Zwischenstopp machen. Dann haben wir alle vergnügungsrelevanten Sachen. Miteinander verbunden hier das Open Air Dingsy. Achso, hier unten. Bin mir nicht sicher. Das sind die Monorails müssten, ne? Metro, ne, das ist die Metro. Wo sind die Monorails? Hier? Hier, okay. Die löschen wir alle mal und machen dann neue. Ja. Und zwar machen wir mal eine für... Eine für alle Stationen. Wie wäre das? Zap. 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 Badab. So. Dann schauen wir mal, welche Farbe wollen wir da haben. Rot ist schon okay, ne? Machen wir mal ein bisschen knackigeres. Magenta, Rot. Haben wir hier überhaupt Feuerwehr? Ja, haben wir. Was macht ihr da? Achso, die sind schon am Löschen. Okay. So, wie es scheint, haben wir wieder die, also zumindest die Demands sind ausgeglichen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und das ist jetzt unser kleines Vergnügungsgebiet hier mit
mit Arkaden und Gyms und Lizzie's Karaoke Place. Public House, was ist denn Public House? So eine Art Restaurant scheinbar. Und natürlich Beef Tenants Pleasure Paradise. Na, oh, schaut euch das an. Kriminalität im Stadion. Während des Fußballspiels, wahrscheinlich Wettbetrug oder sowas. So, hier können wir vielleicht noch die eine oder andere Sehenswürdigkeit reinstellen. Ich meine, brauchen wir Trump Tower, wenn wir Biff Tannen's Pleasure Paradise schon haben? Ist das hier UK Village? Passt hier nicht rein. Wir können hier ein paar Statuen noch hinstellen. Statuen. Oder hier so ein Planet Hollywood, aber das passt eigentlich eher hier hin, ne? Könnte hier reinpassen. Ah, ne, ist kein Planet Hollywood. Ist ein Hardrock-Café. Sind die Straßen nicht ein bisschen öde? Wollen wir hier nicht unsere geziegelten Straßen reintun? Sehen die nicht schicker aus? Oder hier zumindest das mit den geziegelten Fußwegen. Ich meine, hier waren ja schon Alleen immerhin, aber dann können wir vielleicht auch den einen oder anderen Fußweg hier einbauen. So. Sieht gut aus. Wunderbar. So, hier könnten wir auch noch ein paar Fußwege reinbauen. Bei den Erstmal können wir hier eine Straße ganz normal noch machen. Wohl müssen hier Leute unbedingt. Ich meine, dann könnte ich da noch. Müssen? Weiß ich nicht. Okay. So. Könnte man hier noch was reinbauen? Und hier vielleicht noch ein paar unspezifische Gewerbegebiete zum Einkaufen nach dem Spiel. Da sind unsere Pandas. Okay, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diesen Ausflug in unsere Stadt Schirma. Und macht, was ihr meint, dass ihr müsst. Drückt die Glocke und den Daumen. Und ich sollte mir echt einen Leitfaden machen und dann das Gleiche jedes Mal sagen, weil irgendwie
dieser Drang zu variieren sorgt dafür, dass ich ins Faseln gerate. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Like-Button und schreibt einen Kommentar und ansonsten abonniert diesen Kanal, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt City Skylines. Bis dann!